Ich glaube, ihr habt am Anfang noch ganz kurz Elia mit den Raben gesehen. Die Elia-Geschichte im ersten Buch der Könige ist eine überaus spannende und auch sehr aktuelle Geschichte. In Israel regieren Ahab und Isebel. Isebel, eine Prinzessin aus Phönizien, aus Sidon, aus dem Ausland, die ihre Götter mitgebracht hat, ihre Aschera-Propheten, die den Baalsdienst in Israel fördert, Ahab und Isebel, die über Leichen gehen, die den Weinberg des Nabot an sich bringen und Nabot ermorden lassen, Isebel, die alle Propheten Gottes in Israel hat ermorden lassen. Die Gottlosigkeit nimmt so sehr überhand, dass Gott eine große Dürre über das Land schickt für 3 Jahre lang. Und dann lesen und erfahren wir etwa in Kapitel 17, wie Elia am Bach Krit sich verbirgt, dicht bei seinem Geburtsort, wie die Raben ihm Brot bringen und später bei der Witwe in Zarpat, das ist dicht bei Sidon, wo Isebel herkam, im Ausland. Und wir hören Kapitel 18, 1. Könige 18, das Gottesurteil auf dem Karmel, wo es dann darum geht, am Ende nach 3 Jahren, wer nun Herr sein soll in Israel. Und Elia sagt, wir wollen einen Altar bauen, einen von den Baals- und Aschera-Propheten und einen für den Gott Israels. Und die Baal- und Aschera-Propheten tanzen und singen und beten und rufen einen ganzen Tag, dass Gott Feuer vom Himmel fallen lassen möge, ihr Gott, aber nichts geschieht. Und Elia baut den zerbrochenen Altar Gottes wieder auf mit 12 Steinen für die 12 Stämme Israels und betet zur Zeit des Speiseopfers. Und Gott lässt Feuer vom Himmel fallen und alles verzehren, den Altar und alles drumherum. Und es regnet wieder. Sozusagen nun wäre alles gut, aber Elia tötet 450 Baals-Propheten und 400 Aschera-Propheten mit eigener Hand. Und dann sagt Isebel ihm, morgen um diese Zeit bist du dran. Was du diesen getan hast, wird dir morgen geschehen. Morgen um diese Zeit bist du tot. Und dann sind wir endlich in Kapitel 19, 1. Könige 19, und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete Elia sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging in die Wüste, eine Tagereise weit, und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und stand ein Krug mit Wasser. Und als Elia gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder, rührte Elia an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und Elia stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Amen. Liebe Gemeinde, heute Morgen steht im Neukirchner Kalender
eine Andacht mit dem Satz, den ihr oben am Beamer seht. Herr, du hast es gesehen, schweige nicht, aus Psalm 35. Als letzten Samstag die Frage kam, willst du nächsten Sonntag predigen, da fiel mein Blick zufällig auf dieses Wort und erst habe ich gedacht, das ist ein Predigtext. Herr, du hast es gesehen, schweige nicht. Du hast gesehen, was in dieser Welt geschieht, schweige nicht. Gott, melde du dich doch zu Wort. Und eigentlich ist dieser Satz sozusagen das heimliche Thema dieser Predigt. Gott sieht, er sieht, was geschieht und er schweigt nicht. Kennt ihr das Auge Gottes? Das ist dieses Bild da vorne. Ein Dreieck mit einem Auge. Das Dreieck für die Dreieinigkeit Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Strahlenkranz drumherum für die Herrlichkeit Gottes. In vielen Kirchen, in den Fenstern verarbeitet, ein uraltes christliches Zeichen. Gott sieht. Das sagen wir Putin. Und das sagen wir auch allen Opfern von Krieg und Gewalt dort im Großen und manchmal auch bei uns im Kleinen. Das sagen wir den Frommen und den Gottlosen. Gott sieht, unser Gott sieht, was geschieht, was wir tun und lassen. Er kennt unser Denken und unsere Angst. Nicht als Drohung, Gott sieht und er wird dir vergelten, aber wohl als Erinnerung. Wir sind Verantwortung schuldig von dem, was wir tun. Und wohl als Verheißung, du bist nicht allein. Und wenn sie dein Haus und deine Stadt zerbomben und wenn die Krankheit dein Leben zerfrisst und wenn es ans Sterben geht, wenn das Schlimmste über dich kommt, du bist nicht allein. Ich bin bei euch alle Tage, hat unser Herr gesagt. Und das macht er wahr. Gott sieht wohlwollend, voller Erbarmen, voller Mitleid, besonders nahe den Weinenden, den Heimatlosen. Gott sieht Täter und Opfer beide. Und liebe Gemeinde, bevor irgendein Finger auf irgendeinen anderen zeigt, zeigen drei, vier Finger auf uns zurück. Wir sind doch immer auch beides, Opfer und Täter. Ein Mensch erlebt und erleidet in seinem Leben viele Dinge. In der Geschichte der Welt ereignet sich so manches, was Führer, was Politiker entscheiden lässt, manchmal auch Schreckliches entscheiden lässt. Opfer und Täter, das ist nicht so klar zu trennen, sondern beides. Wir kennen beides, auch wir verletzen einander manchmal. Jeder von uns hat schon andere verletzt, nicht mit Waffen, aber mit Worten. Auch wir treten uns manchmal zu nahe. Gott sieht, voller Erbarmen, voller Mitleid. Die Augen des Herrn sind an allen Orten, sagt Sprüche 15. Sie schauen auf Gute und Böse. Gott ist es nicht egal, was in dieser Welt passiert. Ganz im Gegenteil. Er leidet so sehr, dass er seinen Sohn gibt in den Tod, damit wir, damit unsere Welt lebe. Ja, Elia hat einen schrecklich schweren Stand in seiner Zeit. Wenig später klagt er am Berg Horeb, kurz nach unserem Text, wenige Verse weiter, ich bin allein übrig geblieben, Gott. Sie trachten mir nach dem Leben. Alle, die dir dienen, sind umgebracht, alle Propheten Gottes ermordet. Gottesgläubige sind nicht mehr gefragt. Isabel hat das Zepter übernommen. Gottlosigkeit regiert die Welt. Sie geht über Leichen. Sie kennt nur sich selbst. Dürre und Hungersnot, ein Prophet, ein Prediger, der sich verstecken muss
nahe seinem Geburtsort. Nimm mal die nächste Karte. Nahe seinem Geburtsort, Elia aus Tischbe. Ihr könnt im Hintergrund die Karte sehen, am Bach Krit, am Jordan, nördlich vom Jabbok. Da sitzt er und kleine Brotbomber, nicht Rosinenbomber. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in Berlin Rosinenbomber, so hat man sie genannt, Flugzeuge, die die eingeschlossene Stadt Berlin verseucht haben. Aber kleine Brotbomber, Gottes Brotbomber kommen, die Raben bringen ihm Brot. So wird uns erzählt, und Wasser ist im Fluss. Aber der Fluss verdorrt und Elia muss weiter. Und ich habe die Karte genommen, um euch zu zeigen, er zieht durch das ganze Land. Er hat seinen Diener schon zurückgelassen in Beersheba, das ist ganz im Süden, noch südlich vom Toten Meer, unterhalb der Karte, die ihr seht. Er hat Zuflucht gefunden in seiner Heimat am Bach Krit, rechts auf der Karte. Und dann muss er nach Zarpat, ganz im Norden, wo die Königin Isabel herkommt, ins Ausland, bei einer Ausländerin, die das letzte Mehl im Krug mit dem letzten Öl, das sie hat, backen will, um dann zu sterben, weil auch dort Hungersnot herrscht. Und Elia sagt, backe mir zuerst und dann für deinen Sohn und für dich. Und sie tut es. Und dann das Wunder, das Mehl im Krug wurde nicht alle und das Öl wurde nicht alle, sondern in der Zeit der Hungersnot können sie backen und essen, bis die Hungersnot vorbei ist. 3 Jahre Dürre, Hungersnot und Tod über Israel und die Umgebung. Und Elia bleibt bewahrt. Und am Ende dann, die Geschichte, die ich vorhin schon andeutete, dann zeigt sich Elia, nachdem überall im Land gefahndet wurde, den niemand finden konnte, dann zeigt er sich, dann naht er sich dem Ahab, dann lässt er die Baals und Aschera-Propheten auf den Berg Karmel zusammenrufen, links Mitte auf der Karte. Und dann geschieht das, was ich vorhin beschrieb, sozusagen ein Wettstreit zwischen den fremden Göttern und dem Gott Israels. 2 Altäre, bei einem Altar unzählige Leute, die beten bis zur Ekstase, die sich ritzen, bis das Blut fließt, damit ihr Gott doch Feuer vom Himmel fallen lassen sollte, und nichts geschieht. Sie geraten in Verzückung, den ganzen Tag über schreien und beten sie, Baal, erhöre uns, aber da ist nichts. Und um 3 Uhr nachmittags, zur Zeit des Speiseopfers, Elia hat über Tag aus 12 Steinen den zerbrochenen Altar Gottes wieder aufgebaut. Er betet ein kurzes Gebet. Er hat den Altar errichten lassen mit 12 Steinen, ihn mit Wasser übergossen, einen großen Graben drumherum graben lassen, alles mit Wasser gefüllt. Er betet ein kurzes Gebet und Feuer fällt vom Himmel und verzehrt das Opfer und den Altar und das Wasser. Der Herr ist Gott. Der Herr ist Gott. Und Wasser genug, es regnet wieder. Gottes Segen ist nicht verdorrt in dürrer, gottloser, trockener Zeit. Er hat es gesehen. Gott hat es gesehen und er schweigt nicht. Nur, es ist keine Erfolgsgeschichte. Elia läuft um sein Leben. Morgen um diese Zeit bist du tot. Irgendwo im Nirgendwo, im Nichts, in der Wüste, findet er sich unter dem Wacholderstrauch, müde und abgekämpft. Ich bin nicht besser als meine Väter. Gott, ich möchte sterben. Er kann nicht mehr, er will nicht mehr. Ein Engel rührt ihn an. Geröstetes Brot, ein Krug Wasser, iss und trink. Du hast einen weiten Weg vor dir. Er isst und trinkt und schläft wieder ein, das Ganze wiederholt sich. Und dann macht er sich auf den Weg. Dann geht Elia in der Kraft dieser Speise, so heißt es, 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, bis zum Horeb. Das ist der Sinai. Und wir wissen nicht genau, wo Horeb oder Sinai lag, der Berg Gottes. Das ist sozusagen, wenn ihr wollt, das Tor zum Himmel. Elia macht sich auf zum Tor des Himmels, dort, wo Gott dem Mose erschienen ist, dort, wo Gott mit Israel
den Bund geschlossen hat, die Worte des Bundes gegeben hat, den engsten Ort der Gottesbegegnung, dorthin geht er zum Horeb, um Gott zu begegnen, um vor Gottes Angesicht zu treten. 40 Tage und 40 Nächte durch die Wüste. Und Gott begegnet ihm in der Stille, im Sausen des Windes. Gott begegnet ihm und gibt ihm neue Aufträge, grün auf dieser Karte. Geh nach Damaskus zum Nachbarland und salbe Hazael zum König von Aram. Und suche den Jehu und salbe ihn zum König von Israel. Und geh und salbe Elisa aus Abel Mehola, das ist ganz in der Nähe von Tischbe, vom Bachritta am Jordan. Salbe Elisa zu deinem Nachfolger. Elia, Gott ist nicht am Ende, Gott geht weiter. In der Kraft dieser Speise, 40 Tage und 40 Nächte, bis zum Tor des Himmels, bis zum Horeb, mit neuen Aufgaben gegangen. 40 Tage. 40 Tage feiern wir die Passionszeit vor Ostern. Das Leiden Christi, das Sterben Christi für uns bedenken wir. 40 Tage feiern wir den Ostern- und Himmelfahrtskreis, von Ostern bis Himmelfahrt. 40 Tage und noch einmal ein 40-Tageskreis Weihnachten, Advent bis zu den Heiligen Drei Königen. 40 Tage Erwartung. 40 Tage Leiden, 40 Tage Leben und Auferstehung, 40 Tage in der Kraft dieser Himmelsspeise, 40 Tage unterwegs. Unterwegs sein in dieser Welt, in dieser Zeit, das kann man nur mit Brot vom Himmel. Wir können das dritte Bild nehmen. Unterwegs sein kann man nur mit dem Brot des Himmels. Mit dem, der sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, damit fängt das Abendmahl bei uns an. Wer zu mir kommt, den wird nie mehr dürsten. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Wisst ihr, für uns ist das Tor zum Himmel, der Berg Sinai, der Horeb, das ist Jesus Christus, der Zugang zu Gott. Wenn du unterwegs bist und nicht mehr weißt, wohin, dann geh zu ihm. Das ist unser Sinai, das ist unser Horeb, geh zu ihm. Und das Brot vom Himmel ist wieder er. Ich bin das Brot, ich bin das Wasser des Lebens. Nie mehr hungern, nie mehr dürsten. Nimm das Brot des Lebens. Und den Kelch der Freude, den Kelch des Segens, den Kelch der Dankbarkeit, den Kelch des Glücks, den Kelch des Geistes. Wie sehr auch Isabel wütet oder Putin oder was immer dein und mein Leben und unsere Welt bedroht. Psalm 2 singt in der alten bereimten Fassung bis 1970, der im Himmel wohnt, der lacht und spottet ihrer Wut und macht sie jämmerlich zu Schanden. Und dann geht dieser Psalm weiter, ich setze meinen König ein, und der wird regieren, und der wird diese Welt und auch dich und mich und unser Leben zu seiner Vollendung und zu seinem Heil führen. Die Gequälten, die Verfolgten, die Heimatlosen, die Kranken, die Sterbenden, an Leib und Seele kaputte Menschen werden leben. Brot des Lebens, Kelch der Freude, Kelch des Glücks, Kelch der Dankbarkeit. Herr, du hast es gesehen, du siehst es, was geschieht, damals und heute. Und du schweigst nicht. Und wir dürfen gehen und wirken in dieser Welt, tun, was zu tun ist, um Christi willen, in der Kraft dieser Speise, unterwegs, ja, unterwegs zum Tor des Himmels, unterwegs in die Gegenwart Gottes, unterwegs durch die Kraft Christi, durch sein Wort und seinen Geist. Amen.